Ich glaube, wir haben bis auf 15 Minuten in der ersten Halbzeit, wo wir ein bisschen hektisch waren, unnötige Fehlpässe im Aufbauspiel hatten, wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, gut angefangen, drei große Chancen schon gehabt. In der zweiten Halbzeit nahtlos da weitergemacht, haben uns wieder Chancen erspielt, wieder das Tor nicht gemacht und deswegen stehen wir am Ende nur mit einem Punkt da. Aber wie gesagt, es gibt keine Diskussion darüber, wer heute die bessere Mannschaft war. Die Mannschaft hat sich wirklich sehr gut präsentiert und man sieht, dass das absolut intakt ist, auch wenn wir jetzt drei Spiele zuvor verloren haben. Und wenn wir weiter so spielen, wird irgendwann auch der Knoten wieder vorne platzen. Die Ansage vom Trainer war einfach für die Mannschaft zu arbeiten oder die Ansage an mich und das habe ich versucht umzusetzen und habe versucht auch mit den Laufwegen der Mannschaft zu helfen und zu Torchancen zu kommen und ja, hatte auch gleich zu Beginn eine ganz, ganz gute, die muss ich natürlich machen, dann gehen wir wahrscheinlich als Sieger vom Platz. Es gab auch noch ein paar strittige Situationen, vor allem ganz am Schluss. Hast du da das genau gesehen, auch hinter dir dann nochmal Leo, glaube ich, der zu Fall kommt? Ja, also ich glaube, Toni hat den Ball da gut nochmal gesichert in der letzten Minute und dann einen hohen Ball in den Strafraum gespielt. Ich wollte eigentlich schon zum Fallrückzieher ansetzen. Dann hat Leo noch gerufen, dass er den Ball hat und ja, wäre natürlich schön gewesen, wenn der Schiedsrichter dann noch einen Elfmeter gibt, aber ja, alles in allem brauchen wir uns sicherlich nicht auf den Schiedsrichter ausreden. Wir hatten viele gute Chancen, die wir leider nicht genutzt haben. Du hast Hosi auch gebracht von Anfang an. Hat er das erfüllt, was du dir von ihm versprochen hast? Er hat zuerst einmal nach langer Zeit auch über die volle Distanz gespielt. Ich finde, er hat es gut gemacht. Ja. Er war aktiv, er hat Toni unterstützt. Toni hat auch wirklich viele Chancen gehabt, auch weil er zweite Spitze aktiv war rund um ihn. Selbst hat er auch die Möglichkeit gehabt. Aber er hat einen guten Job gemacht, wie alle anderen auch. Ist auch der Grund, warum wir dann auch kein drittes Mal getauscht haben, weil wir schon der Meinung waren, okay, das ist richtig gut. Und sie sind giftig, sie sind gut im Spiel und dann braucht man nicht unbedingt noch mal was verändern, es passt. Du hast Domme noch gebracht für Freddy. Hast du gemerkt, dass Freddy ein bisschen Unsicherheiten dann drin hat? Ja, wir haben gesehen, auch er selbst schon, wir haben in der Pause mit ihm besprochen, gewisse Dinge, dass er das Spiel einfacher machen soll. Aber er hat dann halt noch zwei, drei Abspielfehler gehabt. Wir haben dann auch das Spiel auf ihn gelenkt, die Hoffenheimer, und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen den Jungen raus. Darf man nicht vergessen, es sind im Defensivbereich, das sind zwar ganz junge Spieler und machen das die ganze Saison wirklich bravourös. Und heute war dann eben die Frage, dass wir dann den Tomme dazugeben. Das war, glaube ich, auch eine richtige Entscheidung. Was stimmt dich zuversichtlich fürs nächste Spiel, das Derby in Leverkusen? Also wir brauchen keine großen Töne da anschlagen. Also Leverkusen ist gerade jetzt in den letzten zwei, drei Wochen wieder, was das Offensivspiel betrifft, richtig gut in Schuss gekommen. Das wird eine Mammutaufgabe. Aber das, was mir Zuversicht gibt, ist, dass wir uns ja gegen gute Mannschaften, Wolfsburg, Schalke, Gladbach, immer relativ gut aus der Affäre gezogen haben und dass ich heute auch wieder gesehen habe, wie bereit die Mannschaft eigentlich für schwierige Aufgaben ist.